Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Zweitliga-Heimspiel dieser Saison zwischen dem FC St. Pauli und der Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand im Ausverkauf Millerntor 1:1. Etwas kurzatmig, weil wir uns beeilen müssen. Die Kollegen aus Fürth müssen dringend zum Zug. Deswegen wird der Raduki nach seinem Statement kurz noch Fragen beantworten, aber dann direkt los. Da bitten wir kurz um Verständnis und damit wir es dann auch schnell hinkriegen. Janusz Raduki, bitte, Ihr Statement zum Spiel. Ja, danke. Danke für das Entgegenkommen. Vielen Dank auch für diese hervorragende und auch faire Stimmung, die hier heute auf St. Pauli geherrscht hat. Von meiner Mannschaft bin ich heute total begeistert. Wir sind eigentlich heute hier auf der letzten Rille aufgeschlagen, hatten eigentlich nur noch 14 einsatzfähige Feldspieler, die alles reingepfeffert haben. Vor allem, was mich stolz macht, mit eigenen Jugendspielern selber ausgebildet in unserem Verein, wo wir dann sagen, von Beginn an gespielt, eingewechselt worden. Ja, das fand ich einfach richtig geil, dass die da heute nochmal alles reingepfeffert haben. Und da von meiner Seite ein riesen Kompliment. Ich denke, wir haben mehr als verdienten Punkt hier heute mitgenommen, haben ein gutes Spiel gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit. Diese Torchancen haben wir dann leider nicht so verwertet, wie wir es hätten verwerten wollen oder auch müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber ich denke, da hat man dann auch das Problem gesehen, was uns eigentlich über die Saison begleitet hat, nämlich Tore zu erzielen, in der Box auch genügend Präsenz zu zeigen. So, aber alles andere, muss ich sagen, ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Und von dieser Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch an St. Pauli für die tolle Rückrunde. Auch nochmal bewiesen, was es für ein guter, was es für ein besonderer Verein ist, dass man gerade in so Situationen, wo es nicht so läuft, dass man zusammensteht und den Trainer stärkt und da einfach gemeinsam rauskommt. Dazu auch von meiner Seite, nur von meiner Seite in dem Fall, einen herzlichen Glückwunsch und es kommt nicht so häufig vor. Ja, Dankeschön. Herr Raduki, vielen Dank. Wenn es Fragen an den Fürther Trainer gibt, bitte kurzes Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann super. Ihnen eine gute Rückreise. Alles Gute. Und jetzt Ewald. Ruhe und Gelassenheit. Deine Einschätzung zum Spiel heute. Ja, also der Kollege hat ja schon einiges gesagt. Ich denke, das war jetzt nicht unser bestes Spiel heute. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der hoch motiviert war. Sie hatten sich schon vor langer Zeit oder vor längerer Zeit gerettet und haben einige wichtige Spieler wieder dabei gehabt, die auch gezeigt, mit denen sie in der Vergangenheit gezeigt haben, auch trotzdem auch in der Rückrunde, dass sie wirklich eine gute Mannschaft haben. Gersula, das ist ein absoluter Top-Spieler. Sui, das hat man gesehen, einer der Top-Stürmer der zweiten Liga, der heute wieder gezeigt hat, wenn er jedes Spiel hätte spielen können, was er für Greuther Fürth hätte leisten können. Und damit haben wir Probleme gehabt. Bei uns war die Spannung nicht die gleiche wie in den Spielen vorher, das muss man einfach so sagen. Auch wenn wir uns das alle vorgenommen haben und das alle uns gewünscht hätten, dass wir hier nochmal mit einem Heimsieg rausgehen, um auch die Chance zu wahren, Fürth zu überholen in der Tabelle. Das wäre ja möglich gewesen mit einem Sieg. Aber heute müssen wir froh sein, dass wir, wenn wir nur das Spiel betrachten, dass wir den Punkt geholt haben. Wenn Fürth gewonnen hätte, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Sie waren halt den Tick besser, aggressiver, hatten eine andere Spannung. Und bei uns war, ja, nach dieser Serie und in diesem letzten Wochenende, was ja eine absolute Befreiung war, auch wenn wir unter der Woche eigentlich gut trainiert haben, das muss ich wirklich sagen, die Jungs haben klasse trainiert, aber heute war die Spannung ein bisschen weg und das hat man gesehen und deswegen wäre das auch nicht verdient gewesen, wenn wir irgendwie gewonnen hätten, das drohte ja auch nicht. So viele Chancen hatten wir jetzt auch nicht. Wenn da jetzt noch einer reingefallen wäre, hätte ich mich zwar nicht geschämt, aber das wäre auch sehr unverdient gewesen, sagen wir mal so. Aber das schmälert überhaupt nicht die Leistung der Mannschaft. Ich denke, das muss man verstehen. Wir haben als Trainerteam und als Mannschaft, als Verein in den letzten Monaten so viel Alarm gemacht, die Truppe so gepusht, alles in die Waagschale geworfen, jeder Mitarbeiter. Und die Mannschaft hat das mitgemacht, hat alles reingelegt.
in vielen Trainingseinheiten. Wir haben Besprechungen gemacht, bis der Arzt kommt. Wir haben Trainingseinheiten gemacht. Wir haben in vielen, vielen Spielen ist die Mannschaft an die absolute Schmerzgrenze gegangen und ist dafür im Laufe der Zeit belohnt worden. Für mich ist diese Leistung gar nicht hoch genug einzuschätzen, die Mannschaft gebracht hat. Und auch heute wieder, man hat gesehen, die Mentalität der Mannschaft hat man gesehen. Es ist ja nicht so, dass wir haben schlecht gespielt, ganz klar. Aber sie hat sich trotzdem nicht hängen lassen. Sie haben versucht, dagegen anzugehen. In der zweiten Halbzeit nochmal alles reingelegt, was heute möglich war. Mehr war heute nicht möglich. Deswegen trotzdem ein Riesenkompliment. Die Mannschaft hat sich das mehr als verdient, hier gefeiert zu werden und auch heute mal ein bisschen zu feiern. Mit den Fans gleich. Das ist eine Leistung, die ich selten von einer Mannschaft erlebt habe. Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei. In so einer Situation dann so eine Rückrunde zu spielen und im Grunde genommen schon zwei Spieltage vor Schluss mit großem Vorsprung sogar den Klassenerhalt geschafft zu haben, das hätte niemand für möglich gehalten. Deswegen Riesenkompliment an die Truppe und das, was wir jetzt heute nicht hingekriegt haben, mit der gleichen Spannung, mit der gleichen Energie, ist schade. Wie gesagt, wir wissen, dass das sicherlich auch Auswirkungen hat, aber es lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Deswegen trotzdem ein Riesenkompliment an die Truppe, dass sie das mehr als verdient, trotzdem gefeiert zu werden. Ja, Eva, vielen Dank. Wenn es da Fragen gibt, bitte kurzes Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank fürs Kommen. Und bei uns geht's morgen früh mit dem Auslaufen. Alles klar. Danke, bis dann und tschüss.